Herzlich willkommen. Wir haben gesehen, wie verschiedene Typen von partiellen Differentialgleichungen zu verschiedenen physikalischen Phänomenen gehören und dass das Auswirkungen haben wird darauf, welche zusätzlichen Annahmen, welche zusätzlichen Anfangs- oder Randbedingungen man noch brauchen wird, um diese Gleichung um eindeutige Lösbarkeit der Gleichung zu erhalten. Und das wird Auswirkungen auf die Theorie der Gleichung haben, welche Arten von Problemen überhaupt wohlgestellt sind. Und es wird natürlich auch Auswirkungen auf die Numerik haben, denn wir sollten dann natürlich die physikalischen Eigenschaften auch der Numerik respektieren. Denken Sie zum Beispiel an Transportphänomene, da wird es keinen Sinn machen, in der Numerik Werte zu benutzen, die weiter flussabwärts liegen, wenn wir eigentlich eine Strömung simulieren wollen, wo Dinge von flussaufwärts nach flussabwärts fließen. Da wird es wahrscheinlich sinnvoller sein, auch in der Numerik nach flussaufwärts zu schauen, anstatt nach flussabwärts zu schauen. Unser Hauptwerkzeug bei den elliptischen Differentialgleichungen wird dabei das sogenannte Maximumsprinzip sein. Das möchte ich Ihnen in diesem Video vorstellen. Also was wir uns angucken werden, ist erstmal das einfachste Beispiel einer elliptischen Gleichung. Das heißt, wir schauen uns an minus Laplace u von x gleich f von x in irgendeiner offenen Menge Omega im R hoch n. Also das heißt, was wir machen ist, wir suchen ein U, eine C2-Funktion in Omega, sodass also minus Laplace von U problemlos wohldefiniert ist, sodass minus Laplace von Ux gleich f von x ist für alle x in Omega, wobei unser Omega natürlich kein nicht leer ist, eine nicht leere beschränkte Teilmenge von R hoch n offen und beschränkt. Mit dem Offen haben wir dann also auch keine Probleme, in welchem Sinne wir die Ableitung meinen, ob die irgendwie als einseitige Ableitung oder so gemeint sind. Also Omega im R hoch n offen und beschränkt. Und f muss dann natürlich eine stetige Funktion sein, wenn das u in C2 ist, wenn minus Laplace von u ja dann sowieso auch eine stetige Funktion. Also das heißt, das f muss eine stetige Funktion auf Omega sein. Ja, das Ganze können wir uns vorstellen mit unserer Diffusionsmodellierung als die stationäre Wärmeverteilung, die sich einstellen würde, wenn wir das Gebiet Omega, also in dem Wärmefluss herrscht, da fließt die Wärme von viel nach wenig und das F sind die angelegten externen Wärmequellen. Und wir haben immer aufgepasst mit den Vorzeichen, deswegen steht da auch noch ein Minus vor dem Laplace, dass das F also dazu korrespondieren würde, dass ein größeres F entsprechend mehr Wärmequellen wären. Das heißt, wir würden intuitiv erwarten, dass ein größeres F auch für ein größeres U sorgt. Und dieses Monotonie-Argument, mehr Wärmequellen sorgen für eine mehr Wärme in der stationären Verteilung, das war ja auch gerade das Geheimnis, wie wir die Konvergenz von finiten Differenzenverfahren für die Randwertprobleme zeigen konnten. Wir haben diese Gleichung ja im Eindimensionalen schon mal untersucht, dass da einfach nur das Omega ein Intervall im Eindimensionalen ist und also minus Laplace u einfach die zweite Ableitung von u nach der einen x-Variable. Und dann haben wir das Ganze ja sogar noch mit Extratermen drin, einfach durch finite Differenzen die Ableitung ersetzt. Also das Ganze auf einem Gitter von Punkten, das U ersetzt durch einen Vektor von Auswertungen von U auf den Gitterpunkten. Dann haben wir die Ableitung ersetzt durch finite Differenzen, Ausdrücke, wo jeweils ein Punkt mit seinen benachbarten Gitterpunkten verglichen wurde. Dann wird also aus dieser Differentialgleichung wurde ein lineares Differential, ein lineares Gleichungssystem mit endlich vielen Unbekannten. Die Konsistenz war dann ganz einfach zu zeigen. Die Konsistenz folgte einfach daraus, dass unsere Ableitungen, ja, also andersrum, die finiten Differenzen, wenn sie die Schrittweiten gegen Null treiben, gegen die Ableitungen konvergieren. Aber daraus folgte eben noch nicht alleine die Konvergenz. Für die Konvergenz brauchten wir noch die sehr viel schwerere Stabilitätseigenschaft, dass beim Lösen dieses linearen Gleichungssystems diese inverse Matrix, die da auftauchte, dass die uns nicht den Konsistenzfehler, der gegen Null geht, dann trotzdem aber ein bisschen ins Unendliche verstärkt, sondern die musste irgendwie beschränkt bleiben, die Norm von dieser inversen Matrix, damit der gegen Null gehende Konsistenzfehler auch wirklich zu einer Konvergenz führte. Und das Geheimnis, um diese Inverse von dieser finiten Differenzmatrix in den Griff zu kriegen, das war ja gerade so eine Monotonie-Eigenschaft, dass wenn wir in die Inverse was Größeres eingesetzt haben, dass dann auch was Größeres rauskommt. Das heißt, das Geheimnis, wie wir im eindimensionalen Fall Konvergenz von finiten Differenzenverfahren geschaffen haben, war gerade dadurch, dass wir im Computer das numerische Analogon hatten zu so einer Monotonie, dass mehr Wärmequellen auch für mehr Wärme sorgen.
Und dass diese Monotonie, die gilt auch im Mehrdimensionalen, also das würden wir physikalisch ja weiterhin erwarten, wenn Sie einen mehrdimensionalen Raum haben und Sie, der verliert die ganze Zeit über die Fenster, verliert der Wärme, die ganze Zeit heizen Sie über die Heizung, führen Sie Wärme zu, dann stellt sich da über die Zeit ein thermisches Gleichgewicht ein. Und wenn Sie die Heizung jetzt weiter aufdrehen, dann wird das thermische Gleichgewicht, was sich da einstellt, an jedem Ort im Raum natürlich zu einer etwas höheren Temperatur sorgen, als wenn Sie die Heizung alle ein Stück tiefer gedreht haben. Und das ist physikalisch sehr natürlich, war im eindimensionalen Fall auch das Geheimnis, wie die Numerik konvergent wurde. Also untersuchen wir das jetzt auch an der Stelle, ob wir das mathematisch greifen können. Also führt ein größeres F auch zu einem größeren U. Das Ganze wird dann auch gleichzeitig das Geheimnis sein, um zu zeigen, dass das, was hier rauskommt bei der Gleichung, tatsächlich eindeutig dadurch festgelegt ist, ja durch diese Gleichung und durch die Randbedingungen von U. Auch das ist ja was, was wir bisher nur physikalisch intuitiv begründet haben. Wir würden annehmen, dass man bei dieser Art von Gleichung am kompletten Rand noch Informationen über das U braucht, entweder über die Wärme selber oder über den Wärmefluss. Bleiben wir einfach bei den Dirichlet-Bedingungen, dass wir was wissen über das U am Rand. Also wir erwarten, U ist durch unsere Gleichung Stern hier und Vorgabe von U auf dem Rand d Omega, da würden wir erwarten, wenn wir das beides haben, dann sollte uns das physikalisch alle Informationen geben, wenn ich weiß, was am Rand passiert und wenn ich weiß, auf welcher Temperatur ich den Rand des Raumes halte, also wenn ich weiß, auf welcher Temperatur meine Nachbarn ihre Räume halten und ich weiß, wie weit ich meine Heizung aufgedreht habe, dann sollte da sämtliche Informationen drin sein, um berechnen zu können, wie warm der Raum dann bei mir wird. Also und U, D, Omega eindeutig festgelegt. Ja, und da wir U auf d Omega noch, ja, zumindest physikalisch erwarten, dass das auch noch wichtig ist, werden wir nicht nur fordern, dass U in C2 Omega ist, denn C2 Omega würde ja nur bedeuten, in jedem Punkt in Omega, also ist ein offenes Gebiet, jeder Punkt ist ein innerer Punkt, in jedem inneren Punkt sind wir stetig differenzierbar, zweimal stetig differenzierbar. Das heißt aber nicht, was auf dem Rand passiert. Also U in C2 Omega könnte gegebenenfalls gar keine Randwerte haben, dass es zum Rand hin einfach gegen unendlich hochgeht. Also in U in C2 Omega muss ich noch nicht stetig fortsetzen lassen auf den Rand. Deswegen suchen wir das U nicht so, dass es nur in C2 Omega ist, sondern wir suchen das U in C2 Omega geschnitten mit C Omega quer. Also das U soll eine Funktion sein, die insgesamt eine stetige Funktion ist, bis auf den Rand, also bis zum Rand von Omega hin. Das heißt, das Ding hat wohl definierte Randwerte und die Randwerte sind auch einfach der Limes, wenn ich mich von innen nach außen bewegen würde. Das macht Sinn, das anzunehmen über eine Wärmeverteilung. Und im Inneren, da ist eben zusätzlich auch noch C2 und in inneren Punkten sollen wir auch noch, haben wir auch noch Differenzierbarkeit, genauer zweimal stetige Differenzierbarkeit. Ja, man nennt das Ganze auch, das kann man an der Stelle auch schon mal dazu sagen, man nennt das auch sogenannte klassische Lösung. Sie werden nämlich sehen, dass wir hier in diesen Vorlesungen, in diesen Videos werden wir mit relativ viel Aufwand, werden wir schaffen, uns sehr einfache Versionen dieser Gleichung, zumindest ein bisschen was über die Lösungstheorie zu sagen. Wir werden Eindeutigkeit zeigen können über die Existenz der Lösung und wir werden ein bisschen was zeigen können über die Konvergenz von numerischen Verfahren. Nämlich dann, wenn schon sichergestellt ist, dass eine Lösung existiert und wenn gewisse andere Glattheitsannahmen noch gelten, dann werden wir zeigen können, dass auch unser numerisches Verfahren gegen die wahre Lösung konvergiert. Die Lösungstheorie ist tatsächlich ungleich schwieriger für solche Gleichungen und auch die Numerik ist ungleich schwieriger, wenn Sie nicht schon von vornherein davon ausgehen können, dass eine Lösung existiert oder wenn Sie noch zusätzliche Komplikationen der Gleichung drin haben. Und der Weg, den wir im nächsten Semester gehen werden, ist der, dass wir tatsächlich das Problem, das wir haben mit diesen Gleichungen, dadurch lösen werden, dass wir eine größere Klasse von Lösungen zulassen, die dann nicht mehr nur klassische Lösungen sind. Das heißt, da werden wir komplett diesen Begriff C2 und Ableitungsbegriff, den werden wir erweitern auf eine größere Klasse von Funktionen. Und in dieser größeren Klasse von Funktionen werden diese Gleichungen dann, wenn wir diese ganze Erweiterung geschafft haben, werden diese Gleichungen dann viel, viel einfacher sein und all die Dinge klappen, die jetzt in dieser Vorlesung noch nicht klappen, bei dem
bei den C2-Funktionen, bei den klassischen Lösungen. Und der Grund, warum ich Ihnen das vorführe hier, ist zum einen natürlich, um Sie einzustimmen auf die partiellen Differentialgleichungen und weil diese finiten Differenzenlösungen auch durchaus in der Praxis verwendet werden. Aber ein didaktischer Grund, der auch mitschwingt, ist Ihnen zu zeigen, wie umständlich oder wie viel man arbeiten muss mit diesen klassischen Lösungen und damit zu motivieren, warum wir uns im nächsten Semester von den klassischen Lösungen lösen und uns noch einen komplett neuen Ableitungsbegriff anschauen, mit dem dann diese Gleichungen viel, viel einfacher werden. Ja, also unser Ziel wäre jetzt, so etwas wie diese Monotonie zu zeigen, dass ein größeres F für ein größeres U sorgt und man formuliert das typischerweise sinnvoll als das sogenannte Maximumsprinzip. Also wir zeigen erstmal eine Vorstufe davon, aus der wird dann auch diese Monotonie folgen. Und da geht es darum, wo die Wärmeverteilung Maxima haben kann. Und auch das ist was ganz Intuitives. Ich motiviere Ihnen das zusammen mit dem Satz. Also Satz, das sogenannte Maximumsprinzip für elliptische Gleichungen, beziehungsweise in dem Fall einfach für die Laplace- oder Poisson-Gleichung. Man kann, wir müssen mal schauen, wie viel wir noch auf die Übungsblätter kriegen. Da lassen wir sie, wenn das klappt, lassen wir sie es da noch ein Stück weit erweitern auf etwas allgemeinere elliptische Gleichungen und man kann das Ganze noch ein ganzes Stück weiter treiben. Also angenommen, wir haben so eine Lösung U in C2 Omega geschnitten, C Omega quer, Omega im ganzen Abschnitt, also in diesem, dem nächsten Video, immer eine nicht leere, beschränkte, offene Menge. Und dieses U soll erfüllen Laplace U minus Laplace U gleich F. Und wir gucken uns erstmal an, welche Auswirkung hat das, wenn wir den Raum kühlen würden. Also wir haben minus Laplace U, das wäre ja gleich den Wärmequell und das soll sein kleiner gleich 0 für alle x in Omega. Würde also bedeuten, ich habe meinen Raum, das wünsche ich mir jetzt im Sommer gerade, und ich hätte hier im Innern des Raumes habe ich nur Wärme senken. Das heißt, ich habe hier kleine Klimaanlagen drin stehen, die mir jeweils die Wärme rausziehen aus dem Raum. Am Rand des Raumes, da steigt vielleicht die Sonne drauf, da sind vielleicht die Nachbarn, die noch heizen. Der Rand des Raumes wird also unter Umständen warm gehalten und dann stellt sich hier ein stationäres Gleichgewicht ein. Da an der Klimaanlage wird wahrscheinlich der kälteste Ort des Raumes sein und dann geht das zu den Seiten hin, wird es entsprechend immer wärmer. Am wärmsten wird es dann am Rand des Raumes sein. Und warum wird es am Rand des Raumes am wärmsten sein? Naja, es wäre irgendwie komplett unintuitiv, wenn Sie diesen Raum haben. Sie haben ja nur Klimaanlagen drin stehen in dem Raum. Das heißt, die einzige Wärmequelle kann nur vom Rand kommen. Warum sollte dann an irgendeinem Ort im Raum es am wärmsten sein? Weil zum Rand hin gegangen müsste es ja immer noch wärmer sein. Und das ist tatsächlich auch streng mathematisch so. Wenn Sie eine Funktion haben, für die minus Laplace u punktweise kleiner gleich 0 ist in jedem Punkt, dann nimmt U sein Maximum auf dem Rand an. Dann nimmt U sein Maximum auf die Omega an. Und ganz genau formuliert bedeutet das also, es könnte ja auch sein, dass der Raum einfach komplett eine konstante Temperatur hat, also einfach U gleich 0 würde die Sache ja auch erfüllen. Dann wäre jeder Punkt des Raumes 0 und damit ein Maximum. Dann würde aber auch ein Maximum auf dem Rand angenommen werden. Das heißt, wenn wir sagen, dann nimmt U sein Maximum auf d Omega an, dann meinen wir damit, das heißt, mindestens ein globales Maximum, also es geht wirklich um das Maximum von x, von U auf dem ganzen Menge Omega quer, U ist eine stetige Funktion auf Omega quer, nimmt also Maximum an auf Omega quer und eins dieser globalen Maxima, mindestens einer dieser Werte x, wo U von x gleich dem Maximum über alle U von Xi bei alle Xi in Omega quer ist. Mindestens einer dieser Werte x liegt auf dem Rand. Also mindestens ein globales Maximum von U liegt auf die Omega. Ja, anschaulich ist das völlig klar aus unserer Diffusionsmotivierung, dass das irgendwo ein stationärer Fall ist von einer Wärmeverteilung, dass diese rechte Seite gerade die Wärmequellen sind. Also wenn die Wärmequellen also alle kleiner gleich 0 sind, wird im Inneren nur gekühlt, dann muss also das Maximum auf dem Rand liegen, wird zumindest ein Maximum auf dem Rand liegen. Wie beweisen wir das Ganze mathematisch? Nun überlegen wir uns das kurz im Eindimensionalen, dann wäre das minus Laplace U ja einfach minus die zweite Ableitung von
U minus die zweite Ableitung kleiner gleich 0 heißt zweite Ableitung größer gleich 0 heißt erste Ableitung wächst monoton. Das heißt also, die Funktion ist links gekrümmt. Und auf einem Intervall wäre links gekrümmt, würde gut dazu passen. Bei einer links gekrümmten Funktion müsste entsprechend das Maximum auf dem Rand liegen. Und da wir immer kleiner gleich 0, auch gleich 0 zugelassen hätten, wäre dabei auch gleich 0, also einfach konstant erlaubt. Dann wäre eben entsprechend überall das Maximum. Also aus diesem Argument heraus, Funktion ist links gekrümmt, würde das wahrscheinlich folgen im Eindimensionalen, wobei das Argument dann am einfachsten ist, wenn wir hier nicht kleiner gleich 0 hätten, sondern echt kleiner als 0. Dann könnte man sich nämlich überlegen, wenn wir ein Maximum hätten, was im Innern liegt, dann ist es ja auch ein lokales Maximum. Bei einem lokalen Maximum ist die Ableitung gleich 0 und die zweite Ableitung müsste größer gleich 0 sein. Und wenn sie größer gleich 0 ist, dann kann sie nicht echt kleiner 0 sein. Also wenn hier nicht ein kleiner gleich 0 stehen würde, sondern echt kleiner 0, dann würde es wahrscheinlich aus diesen Argumenten zur zweiten Ableitung in dem lokalen Maximum folgen. Das Argument schreiben wir auch erstmal auf. Also wir betrachten uns erstmal den Fall, wo minus Laplace u echt kleiner ist als 0 und den Fall, wo es kleiner gleich 0 ist, den werden wir dann durch eine Modifikation auf diesen ersten Fall zurückführen. Also gucken wir uns erstmal an den Fallbeweis Teil 1. Betrachte zuerst dass unsere Wärmequellen, also minus Laplace u von x, dass die echt kleiner als 0 sind für alle x in Omega, also in jedem Punkt des Raumes. Das ist mein Beispiel natürlich etwas unrealistisch. In jedem Punkt des Raumes steht eine kleine Klimaanlage, die mir in jedem Punkt des Raumes ein bisschen Wärme entzieht. Ja, angenommen, es gäbe ein inneres Maximum, also angenommen, diese Funktion hätte ein inneres Maximum, werden in dem Fall tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr zeigen. Wir werden nämlich zeigen, dass in dem Fall die Funktion nicht mal ein inneres Maximum haben kann. Und da ist ja auch der Fall u gleich 0, der ist ja dann offensichtlich ausgeschlossen. Also angenommen, es gäbe ein inneres Maximum, dann bringen wir das zum Widerspruch. Also angenommen, es existiert ein inneres Maximum, also irgendein Punkt x Dach in Omega, der ist im Inneren, also nicht in Omega quer, sondern in dieser offenen Menge Omega drin. Und der würde erfüllen, dass u von x Dach größer gleich alle anderen u von x sind, für alle x in Omega und noch mehr für alle x in Omega quer, wird hier auch der Stetigkeit folgen, aber ich schreibe es explizit dazu. Also angenommen, wir haben einen Punkt, der im Inneren liegt und der ist größer gleich alle anderen Punkte, also auch insbesondere größer gleich den Punkten auf dem Rand. Ja, dann heißt das, dann probieren wir das Ganze zurückzuführen auf diese Idee mit dem Eindimensionalen, dem links gekrümmt oder rechts gekrümmt. Wenn ich ein Maximum habe, dann ist es auch ein Maximum in jeder Koordinatenrichtung. Also egal, ob ich da in x1-Richtung laufe oder in x2-Richtung, in dem Moment, wo ich an x-Dach vorbeikomme, bin ich gerade an dem Maximum. Dann bin ich gerade an einem Punkt, an dem höchsten Punkt angekommen. Das bedeutet, x-Dach ist Max in jeder Koordinatenrichtung. Ich würde das an der Stelle so anschaulich lassen. Also wenn Sie das jetzt ganz sauber mathematisch aufschreiben wollten, würden Sie sich jetzt eine Funktion v definieren. V ist gleich u von x Dach plus t mal x1. Dann ist das so ein kleines Intervall. Für die t bleibt das in Omega und für t gleich 0 hätte diese eindimensionale Funktion t auf v von t ist gleich u von x Dach plus t mal x1. Die hätte also gerade, diese Funktion v von t hätte dann also gerade in t gleich 0 ein Maximum. Und dann im Maximum muss gelten, dass die Funktion, dass die zweite Ableitung dieser Funktion kleiner gleich 0 ist und eben die zweite Ableitung dieser Funktion v kleiner gleich 0 ist, folgt daraus dann entsprechend, dass die partielle Ableitung von u bezüglich der x1-Variable kleiner gleich 0 ist. Also daraus würde folgen, wenn das x-Dach Maximum jeder Koordinatenrichtung ist, dann folgt daraus, dass die zweite Ableitung bezüglich jeder Koordinatenrichtung, die kann ich da zweimal ableiten, das u an der Stelle x-Dach, das wäre kleiner gleich 0.
für jede Koordinatenrichtung x1 bis xn. Also alle zweiten Ableitungen von meinem u an der Stelle x dacht, die wären kleiner gleich 0. Naja, das bedeutet aber natürlich, dass Laplace von u, das wäre gleich das Minus davor, Minus Laplace, müsste dann also diese Dinger mit einem Minus davor, sind alle größer gleich 0, aufsummiert bleibt größer gleich 0, dann hätten wir also Minus Laplace größer gleich 0 und das widerspricht unserem Fall, dass wir hier gerade in dem Fall sind, wo Minus Laplace u echt kleiner als 0 wäre. Das heißt also, wenn unsere Behauptung sagt, so wäre, dass dieses Minus Laplace u überall echt kleiner 0 wäre, also wenn dieser gleich 0 Fall ausgeschlossen wäre, dann wäre damit klar, es kann kein inneres Maximum geben. Nee, und wenn es kein inneres Maximum gibt, muss das Maximum ja auf dem Rand liegen, denn ein Maximum gibt es ja immer, es ist eine stetige Funktion. Also das daraus folgt, es gibt kein inneres Maximum, u hat kein inneres Max. Und da u aber ja stetig ist auf Omega quer, hat u ein Max in Omega quer. In Omega liegt aber keins. Das bedeutet also, u hat Max auf dem Rand von Omega. Also unser Satz, unser Maximumsprinzip ist ganz, ganz einfach, folgt direkt aus dieser eindimensionalen Charakterisierung von Maxima, wenn wir nur wüssten, wenn doch nur im Raum jeder Punkt gekühlt werden würde. Wie kommen wir jetzt von dem Fall echt kleiner 0 auf kleiner gleich 0? Denn kleiner gleich 0, da klappt dieses Argument ja leider nicht, weil kleiner gleich 0, das ist ja durchaus verträglich mit diesem Argument hier. Das ist der gleich 0-Fall, der könnte ja durchaus auch ein Maximum gelten. Also wir können damit nicht ausschließen, dass wir ein inneres, sondern wir können mit diesem Argument nicht ausschließen, dass wir ein inneres Maximum trotzdem hätten. Nun, überlegen wir uns, warum das aber trotzdem für dieses kleine gleich 0 gilt. Und der Trick ist, dass wir uns den Fall kleiner mit kleiner gleich 0 zurückführen werden, indem wir das U ganz, ganz bisschen modifizieren. Dann haben wir ein ganz, ganz bisschen modifiziertes U, was dann die Geschichte mit echt kleiner 0 erfüllt. Gucken wir uns die Sache an. Also angenommen, und erstmal Teil 2 jetzt. Jetzt machen wir den Fall, der uns wirklich interessiert. Also jetzt betrachten wir das, was wir eigentlich beweisen wollten. Betrachte nun den Fall, dass Minus Laplace U, das wäre das, was wir mal F genannt hatten, die Wärmequellen, dass das kleiner gleich 0 ist für alle x in Omega. Jetzt ist die Idee, wir werden uns das U so abändern, dass ein leicht modifiziertes U die Sache mit echt kleiner 0 erfüllt. Und wenn das U kein Maximum auf dem Rand hat, dann werden wir das so machen, dass auch die Abänderung kein Maximum auf dem Rand hat. Und die Abänderung erfüllt dann aber die Voraussetzung von Teil 1 mit echt minus Laplace von dem abgeänderten U echt kleiner als 0. Und das würde entsprechend dem Teil 1 widersprechen. Also die Frage ist, wie können wir etwas abändern, sodass kein neues Maximum auf dem Rand auftaucht. Also fangen wir erstmal damit an, dass wir das in Widerspruchsform formulieren. Also angenommen, diese Funktion, ja, die Behauptung des Satzes würde nicht gelten. Also angenommen, es liegt kein Maximum auf dem Rand. Also Annahme, es liegt, der U hat kein Max auf dem Rand. Ja, wir wissen ja, selbes Argument wie eben, U ist C Omega quer, das heißt, es gibt ein Maximum. Wenn kein Maximum auf dem Rand liegt, aber es ein Maximum gibt, dann muss es ein inneres Maximum geben. Das heißt also, dann muss ein X-Dach existieren in Omega, das ja, ein inneres Maximum ist, also muss in Omega liegen. Es ist ein Maximum, das heißt, es muss erfüllen U von X-Dach ist größer gleich u von x für alle x in Omega. Also es ist ein Maximum, es ist größer als alle anderen Punkte. Und wir wissen, auf dem Rand liegt kein Maximum. Also das heißt, auf dem Rand gibt es keinen Punkt, der so groß ist. Also das heißt, außerdem ist das u von x Dach auf dem Rand sogar echt größer als u von x für alle x
in d-Omega. Es kann mehrere im Innern geben, da gibt es vielleicht in Omega noch ein paar andere Punkte x, die, wo u von x dach gleich diesem u von x ist. Aber da wir angenommen haben, dass es kein Maximum auf dem Rand gibt, gibt es auf dem Rand eben kein x, sodass dort u von x dach gleich u von x ist, sondern da sind alle Punkte echt kleiner als bei meinem inneren Maximum. Ja, jetzt verändern wir unsere Funktion u ein bisschen ab und die Abänderung soll so sein, dass sie dafür sorgt, dass minus Laplace von der abgeänderten Funktion dann echt kleiner ist als 0. Das heißt, wir addieren was drauf auf das u, von dem wir das Laplace kennen. Und da gibt es natürlich sehr einfache Funktionen oder Funktionen, deren zweite Ableitung wir kennen. Und wir machen das gleich so, dass wir etwas drauf addieren, wo wir die zweite Ableitung leicht ausrechnen können und die wir auch, was auch gut dazu passt, dass wir an dem einen Punkt, dass wir dieses Maximum, was wir im Inneren haben, das möchten wir möglichst nicht verändern. Das heißt, was wir drauf addieren werden auf unser u, ist die Funktion h, klein h von x. Und die definieren wir uns gerade als den Abstand von x minus x dach zum Quadrat, wobei das x dach eben dieses innere Maximum ist, von dem wir annehmen, dass es existiert, weil u kein Maximum auf dem Rand hat. Also das heißt, das h wäre einfach die Summe j gleich 1 bis n, jeweils die ite Komponente von x minus die ite Komponente von unserem festen Punkt x dann, wo wir das innere Maximum haben. Und dann sehen Sie, wenn Sie das zweimal ableiten nach jedem xi, Entschuldigung, wenn ich die Summe bei j laufen lasse, muss ich natürlich auch die j-Komponenten nehmen. Also habe ich hier entsprechend xj minus xj dach zum Quadrat. Und wenn ich das ableite, die partielle Ableitung davon nach xj, einmal ist zweimal xj minus xj dach. Und entsprechend die ganzen anderen Summanden, die fallen weg, wenn ich nach xj ableite und das zweite Mal danach abgeleitet, gibt also gerade 2, egal nach welchem xj ich ableite. Meine Ableitung dh nach dxj zweimal abgeleitet ergibt immer 2, das ist offensichtlich, das ist ein CMM-Funktions, jede partielle zweite Ableitung gibt gerade 2, also wenn ich hier die zweiten partiellen Ableitungen aufsummiere, dann kommt da gerade 2 mal die Anzahl der partiellen Ableitungen, also n, bei raus. Also klar, h von x, Laplace h von x ist gleich 2n und entsprechend minus Laplace h von x wäre minus 2n. Ja, das gilt für alle x in Omega. Also hier habe ich eine Funktion, die ist schon mal prima, weil das ist eine Funktion, die bei der klar ist, was sie macht. Da ist bei der ist klar, was minus Laplace davon ist. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel drauf addieren würde auf mein u von x und wenn ich u plus h bilden würde, dann wäre also minus Laplace u von u plus h wäre minus Laplace u, minus Laplace h wäre also kleiner gleich 0 und dann nochmal minus 2n, würde also dafür sorgen, dass aus kleiner gleich 0 ein minus 2n wird, kleiner gleich minus 2n wird, also u plus h wäre eine abgeänderte Funktion, die würde zu meinem Teil 1 passen, weil die minus, weil minus Laplace davon überall echt kleiner als 0 wäre. Also u plus h würde zu einer stationären Wärmeverteilung mit überall Wärmesenken, mit überall Klimaanlagen gehören. Nun, außerdem hat die noch den Vorteil, dass die im Punkt x dach, da wo mein u mein Maximum hat, was ich ja gerne irgendwie zum Widerspruch bringen möchte, also mein inneres Maximum von dem u, das wird davon überhaupt gar nicht abgeändert, wenn ich das h drauf addiere, weil das h von x dach einfach gleich 0 ist. Das heißt, mein u, was jetzt dieses innere Maximum hat, was größer ist als alles auf dem Rand, dann addiere ich da mein h drauf, dann ist das Maximum ist einfach unverändert hoch geblieben. Das heißt, ich habe durchaus eine Chance, dass das u plus h dann immer noch sein Maximum im Innern hat. Was muss ich dafür noch unter Kontrolle bringen? Naja, ich muss dafür sorgen, dass durch diese Abänderung mit dem plus h nichts größer geworden ist als mein u von x dach. Und das klappt aber. Das klappt recht elementar. Sie müssen sich ja nur überlegen, dass das u in x dach, es ist ja echt größer als der komplette Rand. Das heißt, da passt ein bisschen was dazwischen. Eine kleine Abänderung ist in Ordnung. Das h, das wird auf dem Rand, also h von x mit x im Rand, wird irgendwelche Werte annehmen. Die hängen davon ab, wie weit das x auf dem Rand von dem x-Dach entfernt ist. Aber das ist beschränkt, wir sind in einem beschränkten Gebiet, haben einen kompakten Rand. Das heißt, unser h hat irgendwelche beschränkten Werte auf dem Rand. Wenn mein h jetzt mein bisheriges Maximum x-Dach gar nicht ändert und den Rand ein bisschen, beschränkt viel ändert,
dann kann ich einfach eine kleine Konstante, also ein kleines Delta mal h drauf addieren. Dieses kleine Delta mal h mit Delta so klein gewählt, schafft es nicht, den Rand über das x-Dach zu bringen. Das heißt, ich habe immer noch einen Punkt im Inneren, der größer ist als alles, was auf dem Rand ist. Das heißt, ich habe immer noch ein Maximum im Inneren. Vielleicht ist das Maximum nicht mehr x-Dach, weil irgendein anderer innerer Punkt größer wurde als x-Dach, aber es ist auf jeden Fall, der Rand hat es nicht geschafft, über x-Dach zu kommen. x-Dach ist unverändert geblieben, also gibt es weiterhin kein Maximum auf dem Rand. Naja, und f plus irgendein kleines Delta mal h erfüllt ja schon das Minus Laplace f, Entschuldigung, u plus irgendein kleines Delta mal h erfüllt ja schon das Minus Laplace davon, kleiner ist als 0, denn ich brauche nur eine ganz kleine Abänderung, um von kleiner gleich 0 auf echt kleiner 0 zu kommen. Also die Idee, die wir jetzt folgen werden, ist für Delta größer 0 hinreichend klein, besitzt die abgeänderte Funktion w von x gleich u von x plus Delta mal h von x, also die ganz kleine Konstante, mal h von x, kein Max auf d Omega. Und minus Laplace w von x wäre entsprechend echt kleiner als 0. Und dann hätten wir einen Widerspruch zu unserem Teil 1 und damit einen Widerspruch zur Annahme und damit gezeigt, dass das Maximumsprinzip gilt und dass es entsprechend ein Maximum auf d Omega haben muss. Ja, wie machen wir das Ganze? Also machen wir das Ganze ordentlich. Wie klein müssten wir unser Delta dafür wählen? Also machen wir das Argument, was wir gerade Handwaving gemacht haben, rigoros. Wir wissen erstmal, also wir brauchten irgendwo, dass auf dem Rand wir nicht beliebig nah dran kommen an das U von x-Dach. Also bemerken wir erstmal, da unser Omega beschränkt ist, folgt d Omega, ist ebenfalls beschränkt und auch abgeschlossen und damit kompakt. Das heißt also, U und F nehmen ihr Maximum an auf dem Rand. Ich meine gar nicht F, ich meine H, Entschuldigung. U und H nehmen ihr Max auf d Omega an. Ich schreibe das mal U eingeschränkt auf d Omega und h eingeschränkt auf d Omega. Also soll nicht heißen, wir wollen ja gerade zeigen, dass u sein Maximum auf d Omega annimmt. Also die ganze Funktion u im ganzen Gebiet Omega, dass da Maximum auf d Omega ist, aber nur die Randwerte von u in d Omega, also u auf d Omega eingeschränkt, das davon existiert ein Maximum. Also das heißt, da existiert nicht nur ein Supremum von, sondern dieses Supremum von u für alle x in d Omega, das wird auch tatsächlich angenommen. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wie wir uns das Delta wählen. Und wenn man da ein bisschen rumspielt, kriegt man da sofort raus, wenn wir uns als Delta etwas wählen, was gleich ist. Wir machen das Rumspielen vielleicht on the fly, aber wir wählen uns jetzt das Delta. Und jetzt möchte ich, dass dabei rauskommt, dass dann das W am Rand immer noch kleiner ist als in dem Punkt x-Dach. Also wenn ich das Delta passend wähle, wäre die Idee, dass dann das Maximum von w von x über alle x in d Omega, auch das nimmt natürlich sein Maximum auf d Omega an, das wäre ja gerade, das w ist ja u plus Delta mal h, das Maximum über w ist kleiner gleich das Maximum u von x, x in d Omega plus Delta mal Max von h von x, x in d Omega. Ja, und wie wähle ich jetzt mein Delta so, dass ich da am Ende rausbekomme, dass das am Ende soll das kleiner gleich w von x Dach sein und das soll mehr als das, es soll echt kleiner sein als w von x Dach. Das ist das Ziel, was ich gerne zeigen möchte, denn wenn ich das gezeigt habe, dann weiß ich, dass das Argument von der Folie vorher tatsächlich passt, dass w nimmt, ist eine stetige Funktion, muss also ein Maximum annehmen auf d Omega, aber wenn es auf dem Rand überall kleiner ist als in dem inneren Punkt x Dach, heißt das, es gibt kein Maximum auf dem Rand und das würde ja gerade dem Fall 1
widersprechen, weil das W ja minus Laplace W echt kleiner als 0 erfüllt. Ja, also wie müsste ich das Delta dafür wählen? Erstmal ist es sicherlich zweckmäßig, das Delta, was hier steht, dass das irgendetwas ist, was geteilt durch das Maximum von h von x geht, damit sich die Sache entsprechend wegkürzt. Also als Delta wählen wir uns irgendeinen Bruch, wo wir einen Nenner stehen haben, Maximum x in d Omega h von x, dann kürze ich die Sache schon mal weg. Und dann bietet sich's an, da gerade das hinzuschreiben. Wir wissen ja, das w von x Dach, was hier steht, das ist gleich u von x Dach, denn w war gleich u plus Delta mal h und h war in x Dach gleich 0. Das anstatt zu zeigen, dass wir echt kleiner sind als w von x Dach, könnten wir auch zeigen, dass wir echt kleiner sind als u von x Dach. Also ist das, was wir hier im Zähler noch bräuchten, damit da gerade u von x Dach rauskommt, wäre u von x Dach minus das Maximum x in d Omega u von x. Dieser Ausdruck hier sollte ein d Omega sein. Ja, und wenn ich dieses Delta hier hätte, da hätte ich erstmal, dass das tatsächlich größer ist als 0. Das war ja gerade meine Annahme, dass dieses x-Dach existiert, was echt größer ist als alle u von x, alle x in d Omega. Und da das Ding dort auch sein Maximum annimmt, das ist es damit also auch größer als das größte der u von x mit x aus d Omega. Wenn ich das also hier einsetze für Delta, dann kommt ja gerade raus, das Max kürzt sich gerade weg und es würde einfach nur stehen bleiben, u von x Dach. Ja, das ist schlecht, also damit wäre ich zum u von x Dach hingekommen. Ich wäre aber noch nicht echt kleiner. Also damit es echt kleiner ist, muss ich das Delta noch ein bisschen kleiner machen. Naja, dann setzen wir es einfach so an, dass wir es noch durch 2 teilen, dann ist es immer noch größer als 0. Und dann kürze ich hier nur die Hälfte weg, Max U minus 1/2 Max U hätten wir da, wäre also 1/2 Max x in d Omega U von x minus 1/2 U von x Dach. Und jetzt stimmt die Sache tatsächlich, denn, Entschuldigung, Plus ist es an beiden Stellen schon gewesen, denn wir haben an der Stelle ja Delta mal diesen Ausdruck, wäre also Plus das u von x Dach halbe und Max u von x minus 1/2 Max u von x bleibt noch 1/2 Max u von x mit einem Plus stehen. Also wir hätten ja 1/2 Max u von x plus 1/2 u von x Dach und das passt alles, weil das Max u von x, das war ja echt kleiner als u von x Dach. Also dieser Ausdruck hier ist echt kleiner als u von x Dach. Entsprechend ist es mit dem plus 1/2 u von x Dach echt kleiner als u von x Dach und das ist gleich w von x Dach. Also Max B ist tatsächlich kleiner als W von echt kleiner als W von X Dach. Ja, das heißt, das W nimmt sein Maximum nicht am Rand an und das letzte, machen wir das auch noch ordentlich, minus Laplace W von X. Das wäre ja W war U plus Delta H, also das ist minus Laplace U minus Delta Laplace H von X jeweils. Wäre also gleich f von x, was kleiner gleich 0 ist, minus 2n Delta und egal wie klein das Delta ist, da Delta größer ist als 0, ist das echt kleiner als 0 für alle x in Omega. Und damit haben wir unseren Widerspruch zu 1i, denn damit erfüllt das w die Voraussetzung von 1i und 1i sagt aber, es wird nach Maximum Rand angenommen und wir haben gerade gesehen, es gibt aber einen Punkt im Innern, der ist größer als alles, was auf dem Rand liegt, echt größer als alles, was auf dem Rand liegt und nimmt also das Maximum nicht auf dem Rand angenommen. Und damit haben wir das Maximumsprinzip bewiesen, das heißt, damit haben wir anschaulich bewiesen, es kann kein, wenn wir einen Raum kühlen oder zumindest nicht heizen im Innern, dann kann sich auch im Inneren kein wärmster Punkt ausbilden, denn mit der etwas sauberen Formulierung, dann liegt der wärmste Punkt des Raums, ein wärmster Punkt liegt auf dem Rand, weil nur nicht kühlen heißt auch, enthält auch, wir könnten einfach alles konstant halten und in dem Sinne könnte natürlich auch ein Maximum im Inneren liegen. Das Maximumsprinzip sagt nicht, es gibt kein Maximum im Inneren, auch wenn mir das manchmal so salopp, wenn ich da was salopp drüber spreche, so rausrutscht, sondern das Maximumsprinzip sagt, mindestens ein Maximum liegt auf dem Rand, weil eben immer dieser konstante Fall auch noch mit dabei ist. Und daraus folgt dann tatsächlich auch dieses Monotonieprinzip, was uns im eindimensionalen Fall schon so viel geholfen hat, dass nämlich, wenn wir Wärmequellen aufdrehen, auch entsprechend
die stationäre Wärmeverteilung wärmer wird. Und es folgen noch ein paar andere schöne Dinge daraus, zum Beispiel die eindeutige Lösbarkeit unserer Poisson-Gleichung und die auch noch eine gewisse stetige Abhängigkeit, also eine gewisse Wohlgestelltheit der Poisson-Gleichung. Und das alles fassen wir zusammen dann im nächsten Video. Vielen Dank.